Wenn Sie schon mal die Sebalsbrücker Heerstraße entlang gelaufen sind, dann sind Sie wahrscheinlich an einem großen schmiedeeisernen Tor vorbeigekommen. Dahinter erstreckt sich ein langer Gang, ordentlich bepflanzt, rechts und links. Und irgendwann verliert sich der Blick im Nichts. Wahrscheinlich haben Sie nicht weiter darüber nachgedacht, aber Jan Rimpel, der hat's getan. Mehr noch, er hat sogar nachgesehen. Angemessen würdevoll schreiten wir über das Gelände des Vereins für Beerdigungen in Sebalsbrück von 1893. Die drei, Frau Hattke, Herr Auschwitz und Herr Lingenfelder von rechts nach links, sind Vereinsmitglieder und Gott bewahre. Nein, wir scherzen absolut nicht. Der Friedhof Sebalsbrück wird wirklich von einem Verein geführt und ist damit der einzige Privatfriedhof in Bremen. Außerdem ist er, wie man ja auch sieht, wenn man sich umguckt, mit nur 40 mal 60 Metern Fläche auch Bremens allerkleinster Friedhof. Das ist interessant, weshalb wir würdevoll zurückschreiten mit der Frage, wer sich denn hier zur letzten Ruhe betten darf. Ja, die Mitglieder sowieso und die Sebalsbrück, Hastedt, Hemling und das grobe Umfeld. Aber wir machen überhaupt keine Ausnahme. Wenn jemand aus Bremen hier eine Grabstelle haben möchte, dann bekommt er die. Es ist tatsächlich so, dass nicht einmal alle Sebalsbrücker den Sebalsbrücker Friedhof kennen. Er liegt an der Sebalsbrücker Heerstraße, von Gewerbebetrieben und Eisenbahnschienen umgeben. Ein Geheimtipp also, könnte man sagen. Und ein Grab hier ist nicht nur schön und schon seiner Lage wegen irgendwie exklusiv, nein, es ist auch noch preiswert. Das ist bei uns spottbillig, denn das Nutzungsrecht kostet einmalig 100 Euro pro Quadratmeter. Also für eine Grabstelle einmal 2 Meter bezahlt man 200 Euro. Und es muss dann weiterbezahlt werden, jährlich, aber nur jährlich, eine Friedhofsgebühr für 40 Euro. Davon halten wir den ganzen Friedhof in Ordnung. Die letzten großen Baumaßnahmen. Das Tor wurde neu gemacht und der lange, schmale Weg, der von der Heerstraße zum Friedhof führt. Wie es sich für einen Verein gehört, finden Verschönerungen des Ganzen im Rahmen von Arbeitseinsätzen statt. Die Grabpflege selbst übernehmen die Angehörigen, und zwar mit Inbrunst. Es macht einfach Spaß, auf diesem Friedhof was zu tun, weil wir haben jetzt seit ca. 6 Jahren einen neuen Vorstand, der die gesamte Umgestaltung des Friedhofs vorgenommen hat, sodass das einen parkähnlichen Zustand jetzt hat, sodass es richtig Spaß macht, auf diesem Friedhof was zu tun. Frau Hattke, freuen Sie sich schon darauf, auch irgendwann hier zu liegen auf diesem Friedhof? Ja, ich denke schon. Die Grabstelle gehört unserer Familie schon seit Generationen. Und da setzt man sich auch mit dem Sterben irgendwie auseinander. Und ich denke, dass ich mich auch hier nachher, wenn ich gestorben bin und hier liege, wohlfühlen werde. Und jetzt kommt noch eine frohe Botschaft. Es sind noch Gräber frei in Sebalsbrück. Einfach dem Verein für Beerdigungen beitreten und eine Grabstelle kaufen, bei Bedarf. Und Bedarf hat ja nun mal irgendwann jeder.